Herzlich willkommen zurück, Spec Ops The Line, Folge 4. Letztes Mal hatten wir ja Probleme, ich bin hier wieder an einem anderen Kontrollpunkt, ein bisschen weiter vorher. Und bin fast schon wieder am Sterben, muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Steuerung wieder checken, Ton vielleicht mal ein bisschen runterschrauben. Ist gerade ein bisschen laut. So, jetzt kann ich wieder schießen. Ich weiß nicht, was letztes Mal passiert ist, aber auf einmal konnte mein Computer einfach nicht mehr. Der hat sich nicht komplett aufgehängt, aber... Naja, das Backups hat sich irgendwie aufgehängt. Ich hoffe, das passiert nicht normal. Und hoffe, dass wir jetzt einfach mal flüssig hier durchkommen. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ja, wir waren hier und haben, wie immer, Leute abgeknallt. Da ist ein MG. So. Ich habe den Ton jetzt mal ein bisschen geändert hier. Der ist ja bei den meisten Aufnahmen immer so ein bisschen hallig. Ich weiß nicht, wer das bemerkt hat. Ich weiß jetzt auch, warum. Ich habe mich die ganze Zeit darüber geärgert. Warum ist das so? Warum ist das so? Habe mir Fraps-Aufnahmen angeschaut und habe gemerkt, oh, die sind gut. Und dann habe ich das immer mit Camtasia bearbeitet und auf einmal waren die Audiodateien ziemlich im Arsch. Dann habe ich mal geguckt, ob Camtasia überhaupt richtige Einstellungen hat und habe ich bemerkt, dass ich schon die ganze Zeit mit einer niedrigen Audioauflösung rendere. Was heißt, dass es einfach nur hässlich klingt. Dafür entschuldige ich mich mal. Ab jetzt sollte es besser sein. Falls es immer noch stört, mache ich es noch besser. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall sehr angehoben. Um das Doppelte mindestens. Und ja, dann gucken wir mal, wie das da alles so ausfällt. Vorsicht, das MG da unten wartet auf uns. Ja, ja, MG wartet auf uns. Oh. Bam, 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 bam. So, wir gehen nochmal Granaten. 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 Achso, hab schon gedacht, das sind hier Gegner. Ich hätte jetzt gerne Granaten, aber ich habe vergessen, wie man Granaten einsetzt. Oh, ich habe was kein Muni mehr. Pam, 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 pam. Okay, da habe ich Muni für. Komisch. Ah, Blindbefehl. Komm, ich sag mal hier, töte den da. Dann mache ich die anderen. Angriff. Perfekt. Bam. 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 So, muss man wieder ein bisschen Munition gleich holen. Sprengstoff ist voll, aber ich habe vergessen, wie es geht. Ich vergesse immer, wie es geht. Ich glaube, es war Q. Oh ja, es war Q. Jetzt kann ich auch Granaten nehmen. Gut. Das kennt bestimmt auch von euch viele, dass sie noch vorher was verschwenden, damit sie das, was liegt, nicht unnötig rumliegt. Das kennt ihr bestimmt. Ich versuche demnächst mal, da habe ich so ein bisschen altes Spiel zu holen. Metal Gear. Und das zu Let's Playen. Metal Gear ist richtig geil. Früher total cool. Also war früher total cool in meiner Kindheit. Die neuen habe ich eigentlich nie gespielt, weil ich habe einmal das Dreier gespielt oder so und das fand ich einfach nicht mehr so toll. Naja. Auf jeden Fall das erste, das kriege ich vielleicht und dann schaue ich mal auf das Let's Playen. Das ist, macht bestimmt mega Fun. Ah, okay, was ist da? Ah, ich bin fast im Arsch, ey. Was ist hier? Springen! Haha, das ist ein guter Schachzug gewesen. War das... Oh! Oh, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Das macht auch nicht besser. Das hat mir jetzt wirklich... eine Schweigeminute. Nee, Quatsch, aber trotzdem. Scheiße. Die sehen aber auch alle gleich aus. Das, nicht, dass jetzt das hier zu schlechten Kommentaren kommt. Da würde ich keine Feindlichkeit gegen sonstige andere Länder. Nur in dem Spiel ist das echt komisch designt und ich habe noch keinen Zivilisten gesehen, der so gekleidet war. Das tut mir jetzt wirklich leid. Sonst würde ich das auch nie tun. Absichtlich jedenfalls. Und zum Glück ist nur ein Spiel, weil sonst hätte ich echt Probleme. Oh, da hinten, das Glas reißt ein wenig. Das sind meine.
Warum sollten sie auch auf die anderen feuern? Das ist wieder Munition. Ich könnte das nochmal verwenden. Leertaste. So geht das doch gerade viel, viel einfacher. Machen wir so. Ob es funktioniert. Ja. Ja, okay. Wollte ich eh machen. Ich duck mich mal lieber, bevor ich hier getroffen werde. Jetzt komm. Kühl ab. Das ist schwerer als man denkt. Jetzt. Wow. Ich frage mich, wie der Sand überhaupt hierher kommt. Errungenschaft freigeschaltet. Wüstensturm. Alter. Anscheinend gab es da kein optionales Missionsziel hier, also ich musste das hier sprengen. Wie komme ich jetzt nochmal hier hoch? Ich habe es später vergessen. Steuerung? Steuerung? Nein, umschalten. Umschalten war es. Da komme ich gar nicht drüber. Ein Scheiße. Ich komme jetzt aber hier. Muss ich extra dahin oder was? Meine Güte. Oh, Cutscene. War das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Es leben anscheinend noch einige. Kein Dolmetscher mehr. Was sagen Sie jetzt? Wir wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Ja, erstmal was anrichten und dann einfach verschwinden. Naja, wenn es die Leute so wollen. Tut mir leid. Also für die Leute. Und die Sonne scheint mir voll ins Gesicht. Und euch auch. Ja, und jetzt lädt's wieder. Ich hoffe nicht so wie beim ersten Mal, da war es nämlich richtig scheiße, als es geladen hat. Oh, es geht weiter. Bin schobig. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Gut, was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai? Nach Berlin. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Opa. Klingt nicht gut. Das reicht, Hugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Von da drüben. Ich zitiere, da so. Jetzt wissen wir, dass ein Agent noch lebt. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Wir beißen an. Das ist fair. Das ist echt fair, ja. Wow, das sieht echt schön aus. Aber Halleluja. Kapitel 5 am Rande. Aber scheiße. Das Signal kommt von da unten. Fuck. Ganz unten. Wie sind die? Die 33. wirft die Angel weit ach, aus. Scheiße. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Wenn man das hier so mal sich anschaut, das ist echt krass. Also wenn sowas passiert, normalerweise müssten diese Häuser alle kaputt sein. Kommt mit. Wer schreit denn so? Agent Daniels genießt offenbar seinen Aufenthalt im Camp der Wahrheit. Da kann mir einer erzählen, was er will. Dubai ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1 für CIA-Leute. Der Gesichtsausdruck ist so geil. Gut. Zwei Rote.
Oh no. Sollte mal aufhören, so künstlich zu schreien. Kawabanga! Oder Jappadapadu für die älteren Zuschauer. Also für die etwas noch älteren. Etwas noch älteren. Sehr gute Beschreibung. Hey Bradley, hast du ein Kaugummi? Hier ist der Letzte. Wenn's der Letzte ist, dann behalt ihn mal. Nimm nur, hab ihn sowieso Benson geklaut. Ah, der blöde Arsch. Schalldämpfer ging auf C. Nee. Schalldämpfer war X. Schalldämpfer war V. Schalldämpfer hat's gar nicht wahrscheinlich. Ich habe gar keine Munition, merke ich gerade. Da setze ich mich hier hin. Und da auch nicht. Shit. Ich bin nicht dran, wie der Wind zu Hause immer in den Bäumen geheult hat. Total friedlich war das. An Frieden mag man. Bam, 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 bam. Egal wo man ist, wenn man weiß, wofür man kämpft. Andere Waffe. Ich sehe mich oben um. Schon gut. Das sind sie. Was? Ich hab mich noch gar nicht gesehen. Ich hab keine Munition! Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte! Töten! Oh, er kommt aus dem Deckel! Töten! Tango erledigt! Danke! Oh, jetzt kann ich mir eine Waffe holen. Das ist ziemlich gut gemacht hier. Ich möchte nicht auf Nahkampf gehen. Schrotflinte wechsle ich mit dieser Waffe hier. So, ne. Ups, ich wollte nachladen. Mist, bin leer! Mal eine Pumpe in der Hand. Auch nicht schlecht. Wie weit die hier geht. Ach du Scheiße. Also Deckung gehen ist jetzt. Was? Der kann. Ach du Scheiße. Heil ihn! Ich muss aber auch wechseln kurz hier nach hinten hier. Au. Fuck ey. Macht der am Boden. Nicht sterben. Dugo, nicht sterben. Habe ich ihm geholfen? Könnt ihr mir auch helfen? So. Pam. Pam. Habe ich gar nicht. Ist da jemand um die Ecke? Nee. Da war jemand. Jetzt komm schon. Hilfe, 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 Hilfe. Ich sollte vielleicht auch mal eine Granate werfen hier. Perfekt. Soll ich öfters mal verwenden. Feind bewegt sich, Vorsicht! Keine Chance gegen meine Pumpe. Bam! Ah, schön. Oh, 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 die hat bestimmt viel Muni. Yes. Okay. Ich höre jemanden husten. Mal ein bisschen Muni, vielleicht finde ich hier noch was. Ah, jetzt. Oh, fuck. Er kommt aus der Deckung! Bam! Feind ausgeschaltet! Feind ausgeschaltet! Oh, der kriegt hier noch. So schlägt man. Aber ja, gut. Exekutieren. Ciao. Machen wir es kurz. Rücke vor! Ah, Rücke vor, bis auf los. Und ziehe 200 D-Mark. Euro. Wie man will. Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte. Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte. Nein. Als ob eine Schrotflinte jetzt viel schlimmer ist als so ein Sturmgewehr. So, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Sky war die. Da komme ich nicht rüber. Renn. Oh, das ist Lugo. Sorry, Lugo. So, zwei Schuss, zwei Headshots. Verdammt, gar keine anscheinend. Aber dass das sich immer so leicht treffen lässt. Ah, so geht es ganz schön viel besser. Jetzt muss ich aber aufpassen. Okay, tut mir leid, du musst kurz mal warten, Adams. Ah, das ist ja auch noch eine Anzeige. Das sehe ich erst jetzt. Oh, jetzt sind sie beide gelaufen. Gut, du erst, Adams. Das wird sind halt nicht alle so geil wie ich. Imba, wie auch immer. Das wird
wieder! Vorsicht! Sie kommen näher! Oh, sorry, Adams. Vorsichtig! Scheiße. So für die UMP. Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das alles hier. Bestimmt. Muss der Typ im Radio sein? Shit. Meinst du? Würde erklären, wieso Dubai total durchdreht. Das stimmt. Warum dreht Dubai voll durch? Guckt euch mal diese Scheiße hier an. Dann wisst ihr warum, also ganz ehrlich. Brauchst doch keine andere Erklärung. Vor allem sind hier immer diese Abseilteile. Unglaublich. Und ja, mit diesem Ausblick hier auf was Schönes und der Erwartung, was hier unten ist, ist die Folge auch schon zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Ciao.